Neuer Super Mario World Part. Jetzt. Live in Farbe mit Bowserland 13. The real, only one, normal exit. Ja, im letzten Part haben wir uns bereits in dieses, ich sag jetzt mal, Unterwasserlabyrinth herangewagt, das sehr interessant aussah. Und nun machen wir es noch einmal. Und jo, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, die Form von den Wänden. Es könnte von Nintendo stammen, das Spiel. Aber, naja. Ich sag jetzt mal besser nichts. So. Ja. Nachdem im letzten Part ich irgendwie themenlos da stand und eigentlich bloß zum Spiel kommentiert habe, was ihr ja, glaube ich, auch mal wolltet irgendwie, möchte ich nun in diesem Part ein Thema ansprechen, das schon auch wichtig ist. Und zwar, was nach dem Spiel kommt. Nun, Boss Edit hat natürlich noch viele andere Episoden. Alle werde ich voraussichtlich schon irgendwie mal let's playen. Aber danach kommt erstmal was anderes, was SMBX angeht. SMBX Tutorial werde ich versuchen auch mal irgendwann wieder anzufangen. Auf jeden Fall, ja. Ich schau mal, wie es wird. Und soweit, voraussichtlich kommt jetzt erstmal danach, nach dieser Episode, The Great Empire von Knuckles 96. Das war mit einer der Ersteller von dem Engine hier, also von SMBX selbst, und das war scheiße, weil es gerade auch Dabs geleckt hat. Aber naja. Kann ich auch nichts ändern. So, whatever. Let's try it again. Bis es irgendwann klappt. Wie gesagt, also nach dem Spiel kommt Great Empire voraussichtlich. Great Empire ist sowas wie verbesserte Invasion 2, weil Great Empire ist nochmal ein Stück besser als Invasion 2, finde ich. Das Spiel ist natürlich, ich sag jetzt auch mal, genauso gut wie Invasion 2, aber Great Empire finde ich dennoch ein Stückchen besser. Also, es ist auch kein großes Wunder, weil sieht ja selbst, was der Ersteller von Great Empire mit dazu beigetragen hat, dass das Spiel insgesamt als der Engine so gut wird. Also, ihr habt es ja wahrscheinlich voraussichtlich im Einjahres-Special gewählt. Zwar als Gleichheit mit Dark Luigi's Rache von Mastermind 6425, doch da warte ich, wie gesagt, auf die Vollversion. Und die könnte noch immer etwas dauern, und insoweit würde ich sagen, tun wir der war erstmal The Great Empire machen, das wird sowieso nicht sehr lange dauern. Und danach, wenn er fertig ist, Masterminds Episode Dark Luigi's Rache. Nach Dark Luigi's Rache wird eine weitere Episode von Boss Edit 8 kommen. Voraussichtlich jetzt mal Mega Mario J. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall habe ich da mal reingeschaut. Es ist eine Kaizo-Episode, sage ich mal, weil sie ist ziemlich schwer. Und naja. Soll zumindest ziemlich schwer sein. Also, ich fand sie bis jetzt noch nicht ganz so schwer, aber sie hat einen hohen Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. So, und das scheint es gewesen zu sein. Jupp. Und ja. Reihenfolge ist also erstmal jetzt noch Boss Edit 8 mit neuer Super Mario World, danach Knuckles 96 mit The Great Empire, dann Mastermind 4425 mit Dark Luigi's Rache und dann wieder Boss Edit 8 mit Mega Mario J. Oder J. Oder, ach, was soll's. Bowserland 14 kommt jetzt auf jeden Fall. Und ich glaube, das war ein gelbes Level. Was will er jetzt mit der Wüste? Eieieiei. Oh, nee, ne. Ich muss nur gerade irgendwie an die Wüste von SMB3 denken. Ihr wisst schon. Hab's ja auch in Welt 8 so ein Wüstenlevel. Und du würdest mich bestimmt treffen, wenn ich jetzt da versuche, in den Treibsand reinzugehen. Deshalb kill ich dich jetzt mal. Und hoffe, dass da unten irgendwas ist. Sieht danach aus,
wahrscheinlich ist er doch bloß so tot. Ja. Lol. Oh mein Gott. So, let's do it again. Oh mein Gott. Ich mein Item. Aber Background sieht geil aus. Dennoch. Achtung, Hammer. Achtung, feuerspeiende Piranha-Pflanze. 2, 3, 4, 5. Schon klar. A-Coin. For me. Ach komm. Menno. Hm? Tanuki. Geschenkt. Das glaubst du doch selber nicht. Aha. Nein. Na, die Münzen interessieren mich jetzt mal nicht so. Und... Hm? Ende oder was? Auf jeden Fall habe ich keinen blassen Schimmer, wo ich eigentlich genau bin. Ja genau, ein One-Up. Hm? Ein Blocks. Oder einfach so da irgendwie hochkommen. Ende? Lol. Tatsache. Buhaus. Schon klar. Erzähl mal nix. Was wird das jetzt hier? Keine Hilfe für dich, euch. Ja, genau. Ich habe Angst. Große Angst. Vor allem ohne Pilz. Habe ich noch viel... Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass sie sich bewegt. Lol. Vor lauter Lagen. Ich möchte was wissen. Doch dazu muss dieser Block still stehen. Nein, da oben ist nichts. Scheiß Eerie. Mensch. Ich liebe auch Gegner, die sich von links nach rechts bewegen, wenn man nach rechts gehen muss. Die sind so genial. Ja. I've got the mushroom. Warum laggt das so verdammt nochmal? Also, Boss Edit hat mir auch erklärt, laggen tut's meistens... Nur dann, wenn ein Level sehr groß, lang und mit ziemlichen Custom Graphics vollgestopft ist. Da das Level jetzt bis jetzt außer dem Background noch keine große Custom Graphic besitzt, würde ich sagen, ist es nur derbe lang. Beziehungsweise derbe groß. Was lädst du? Du scheiß Pilz. Wird schmerzhaft. Dieser Geist ist verflucht. Irgendwann besitze ich einen PC mit einer Superkapazität. Und da wird dann nie wieder sowas passieren. Es sei denn, ich bin wirklich unskillig. Aber wenn das so laggt, dann möchte ich euch mal sehen. Ne, der Geist da ist schon wieder verdammt doof platziert. Hau ab. Ich hasse bewegende Objekte. Oben stand gerade keine Rückmeldung. Der Tag heute ist super.
Dieser Pilz ist das dümmste Ding, das ich jemals gesehen habe. Jetzt mache ich einen Test. Ich mache echt einen Test. So. So, kurzer Kamerastopp. Seht ihr? Ist die Kamera aus? Läuft es einwandfrei. Aber sobald die Kamera wieder an ist, laggt's und ruckelt's, dass es nicht mehr schöner geht. Dumm ist bloß, dass wenn die Kamera aus ist, ich kein Beweisvideo habe. Ich hasse Iris. Das wird doch möglich sein. Danke. Tabu. Danke. Yuri lassen wir aus dem Bildschirm. Dieser Geist musste da ja auch unbedingt stehen bleiben, ne? Oh my God. Was für ein Schein. Das kann ja nur besser werden. Was in aller Welt wird das jetzt? Lol. Aha. Ich habe Angst. Große Angst. Aha. Lol. Diese Plattform macht mich irre. Ich warte. Ich warte. Sonst mache ich gar nichts. Nö. Könnt mich mal. Wo bin ich jetzt? Nicht schon wieder so eine doofe, bewegende Plattform. Aha. Du solltest eigentlich einen Spin-Jump machen. What the hell? Ich habe Angst. Hat mir das gar nichts. Rein da. Nein, du Horst! Aktiviere den Schmarrn. Fragezeichen. Nein.
Lass uns eigentlich den Peace Match mitnehmen, aber nein. Natürlich wollen wir Spannung haben. Deshalb aktivieren wir ihn natürlich sofort. Nicht ein Aufzug! Wäre jetzt ein Giftpilz drin gewesen. Ich fange jetzt gleich an zu holen. Okay, wir haben noch Zeit. Wenigstens etwas. Was soll das denn? Lustig? Jetzt bin ich wieder hier. Ist schon klar. Ich wollte gar nicht hier zurück. Oh nein. Danke. Das schon wieder. Okay, probieren wir es hier. Aha. Super. Das Geisterhaus macht mich verrückt. Hier? Nein. Ach, das war das. Wahrscheinlich ist es jetzt die unterste. Nein. Und in der Mitte habe ich es ja, glaube ich, schon probiert. Er macht mich verrückt, der Typ. Oh. Danke. Was wird das jetzt hier? Ach so. Dachte schon. Yay! Ach so, wieder sowas. One up. Ich möchte was wissen. Was zum Teufel wird das jetzt? Ich hab's geahnt. Wir sind jetzt über all diese Blöcke. Ja, genau. Mal schauen, wie weit ich zurück muss. Gut, hier komme ich hoch. Oh, yes! I want to hear anything again. No. Yeah. Ah, craziest shit, dass ich jemals spielen müsste. So, bitte schreibt mir in die Kommis, beziehungsweise eher Boss Edit 8, ob in dem Geisterhaus ein Secret Exit war. Ich hoffe einfach mal nicht. Insoweit, bis zum nächsten Mal und ciao.